i test sui materassi. Sehen hier, dass zwischen der Belastungskennlinie und der Entlastungskennlinie nur ein sehr geringer Unterschied ist. Das bedeutet auch, dass bei dem Bewegen auf der Matratze nur sehr wenig Energie aufgewendet werden muss vom Schläfer. Und damit ist ein besserer Schlafkomfort gewährleistet. Parlando di durezza del materasso, cosa simuliamo con questo test? Ja, wir simulieren hier den Dauergebrauch der Matratze. Es ist ja so, dass der Schläfer auf der Matratze sich während einer Nacht mehrmals um seine eigene Achse dreht. Und genau das wird hier durch diese Walze simuliert. Wir bekommen bei Latexmaterialien in der Regel gute Ergebnisse zur Dauerhaltbarkeit. Bei hochwertigen Latexmaterialien kann die Dauerhaltbarkeit auch sehr hohe, sehr gute Werte erreichen.